Ich bin hier, ich will mich eben einsetzen für die Arbeitsplätze in der Swissteel, dass es da keine Kündigungen sicher gibt. Die Zahl 130 Entlassungen, das ist also eine nüchterne Zahl. Ich stehe jetzt heute da, damit man dieser Zahl ein Gesicht gibt, dass man auch weiss, dass sind Menschen hinter ihnen, sind Arbeiter hinter ihnen, sind Familien hinter ihnen. Und es sind nicht nur die 130, die es da betrifft, sondern es sind auch Handwerker, Kleinbetriebe, Lieferanten, Kunden, die das auch betreffen. Was ich von unserer Firma erwarte, ist sicherlich, wie gesagt, schon keine Entlassungen. Weil das wünsche ich niemandem. Vom Konzern würde ich eigentlich mehr Präsenz erwarten. Also, dass man sich auch traut, mit der Belegschaft in Kontakt zu treten und mit diesen Leuten auch zu reden. Das hat bis jetzt nicht stattgefunden. Von der Politik erwarte ich, dass wir Grundlagen schaffen können, wo Firmen wie der Steeltec, Swissteel, die Arbeitsbedingungen geben können. Wir haben leider keine Industriepolitik in der Schweiz. Und es ist wichtig, dass wir eine Industriepolitik haben, weil wir vergeben alles nur noch ins Ausland. So ist es auch in der Stahlpolitik, weil wir schauen können, dass wir Recycling, Stahlrecycling weiterhin können in der Schweiz betreiben. Am 7. Dezember wird es eine Kundgebung geben. Es wird einen kleinen Marsch geben von Emmenbrook Bahnhof zu Firmengelände von der Steeltec, Swissteel. Dass alle am 7. Dezember kommen, an der Demonstration teilnehmen. Es ist sehr wichtig für uns, für unsere Zukunft und auch für die Schweiz.